Damit herzlich willkommen zurück, Leute, zu einer Runde Fortnite mit Kunran, Alex und Shigo. Hallo. Hallo. Jetzt können wir wieder zusammen die Mission machen. Also okay, ihr habt ja den Cut, also die Down-Phase dazwischen ja nicht mitbekommen, wo wir die Basen gemacht haben und sowas. Jetzt müssen wir Daten beschaffen und ich freue mich halt schon auf die neue Welt. Die Map ist aber auch neu. Welt, ja. Ich sehe sie noch nicht, leider. Ja. Early Access steht bei mir. Ja, Ladebalken. Ihr habt später auf Start gedrückt, ne? Mhm. Deponiere 3 Blue Gurken, um den Teambus zu aktivieren. Das ja auch mal. Komm schon. Wir haben einen Bonus im Spiel. Ihr könnt uns immer noch unterstützen, Leute. Solltet ihr Fortnite über unseren Link in der Beschreibung kaufen. Ändert am Preis also nichts. Es ist nicht teurer dadurch. Ihr bekommt ein paar kleine Ingame-Boni. Oh, und wie gesagt, ihr supportet uns. Würde uns natürlich freuen, müsst ihr aber natürlich nicht machen. Ja. Ein mir läuft super. Leck, mir geht's wahrscheinlich, weil ihr nachgeladen habt, also weil ihr später reinkommt. Ja. Oh, ja, doch, ich jetzt auch. Könnte es vielleicht wirklich sein, dass die Server auch überlastet sind, weil es ist gerade abends. Wir haben jetzt, wo wir aufnehmen, ist ein Tag nach Release. Ja, genau, ein Tag nach Release, Wochenende. Primetime. Also könnte jetzt auch vielleicht doch an den Servern liegen. Die Folge ist natürlich später online gekommen, aber wir haben verständlicherweise zum Release-Tag jetzt heute am meisten aufgenommen. Weil, wie gesagt, wenn ein Spiel aktuell ist, dann will man es auch spielen. Ein Flüsschen. Oh ja. Riesenblumen da hinten, oder was ist das denn? Und ein Rollstuhl? Wo ist das? Ich mach da nicht, ich baue mal Stein so lange ab. Ja, ich baue Bäume ab, und Fasern. Ich hab so wenig Zeug gerade. Ich hab vergessen, meine blöden Rezepte aufzuleveln, oder? Hab ich Rezepte aufleveln? Ja, ich will mir ein episches Rezept, epische Waffe bauen. Aber dafür sollte ich vorher meine Rezepte aufleveln, damit die ordentlich stark werden. Das hab ich vergessen. Ich freue mich dazu auch. Immer wenn ich 1000 Metall habe, werde ich aber in die Base gehen, um weiterzubauen, weil ich will das Metall. Ja, das hab ich auch gemacht, genau, mit Stein. Deswegen farm ich Stein gerade ein bisschen noch. Aber es fällt mir gerade so ein bisschen auf, tatsächlich. Ist ein bisschen schade, dass das Spiel so überlagert ist mit Texten, oder? Wo meinst du? So links und rechts, ist recht viel Text im Bild. Ja, aber das erinnert mich ein bisschen an MMO. Also. Ja, genau. Ja, aber das ist ja eben so auch. Es ist halt ein bisschen schade, weil das Spiel halt einfach hübsch aussieht, ne? Ja, das ist gut. Oh, eine Höhle. Neue Pilze. Aber wie will man sonst die ganzen Sachen darstellen, ne? Das ist auch so eine Sache. Ich finde es aber überraschend gut, für den Early Access Status ist es weiter, viel, viel weiter als 99% der anderen Spiele, die Early Access sind. Ja, auf jeden Fall. Also. Wobei, ist das ein Early Access oder ist es einfach nur noch ein Beta? Es steht Early Access da und es ist ja auch noch nicht offizieller. Also jetzt ist ja, das Spiel wird ja 2018 Free-to-Play, das ist ja von vornherein so geplant. Okay. Das heißt, 2018 ist auch erst der Release. Wir spielen also die Early Access. Also ein sehr gutes und Beispiel dafür ist es sehr für Early Access, ja. Das heißt, wenn man es jetzt kauft, unterstützt man die Entwicklung ein bisschen. Ja. War das das Spiel, wo man durch Wasserfälle gehen konnte für geheime Höhlen? Ich versuche das jetzt mal. Ich weiß es gar nicht. Ah, nee, nicht hier. Ich bin mir aber sicher, hinter einer Höhle, hinter einem Wasserfall war mal eine Höhle. Wo hier das Was ist überhaupt unser Ding? Landeplatz. Oh, wir haben 14 Minuten Zeit nur, ne? Finde die Stelle vor Ray. Okay. Ja, also ich gar nicht drauf 15 geachtet. Minuten landet der Ballon und wir müssen die Stelle halt vorher finden. Und ja, wenn wir es in 6 Minuten schon finden, dann bekommen wir halt da habe ich nicht drauf geachtet. Oh cool, hier gibt's sogar ein Flussbett. Mhm. Wo haben wir... Ich hab gerade überlegt, wo wir 75% der Karte erkundet haben. Ach, das erinnert mich an die Mission. Nee, die kenne ich nicht. Ja, die habe ich in der Early Access schon gespielt. Also in der anderen Version, die nicht offizielle Version, sag ich mal. Oder wie nennt man das denn dann? Vorab-Version? Testversion? Ja. Ja. Und mal gucken, ob das jetzt hier auch passiert, was mir damals passiert ist. Mal gucken. Ich sag's mal noch nicht. Muss hier hoch. Ich bin in so eine Höhle gefallen, ey. Ist aber eine Höhle. Okay.
Ja, da. Ich hab ein Grab gefunden. Ja, ich hab das Grab auch. Ich hab auch schon ein Grab gefunden und hab das abgebaut. Ja, da war auch ein Kisten da. Ich hab jetzt viel Holz verloren. Oh, ich hab's gefunden. Okay, ihr habt's geschafft. Das hab ich zum Beispiel nicht geschafft. Holy shit, ey, das Paddel macht aber gut Schaden. Eine Verteidigung auf. Bonus-Herausforderung jetzt verfügbar. Vielleicht können wir herausfinden, okay, was die Daten beschädigt haben. 60 bauen, aber das soll ja nicht sein. Ja. Und wir lassen die Fallen diesmal arbeiten, ne? Ja, können wir mal machen. Sei nicht um Hilfe, ich bin noch da. Für einen Überlebenden? Ich hab hier. Bist du bei mir? Nee, da los. Ich hab keinen. Eigentlich bei mir. Da hinten. Da. Ich glaube, ich habe ihn gefunden. Hilfe! Ja, ich bin noch hier. Wir brauchen mehr von deiner Sorte. Oh! Oh! Oh. Die hat mein Geschenk von der Klippe geschmissen! Die blöde Kuh! Da hinten, das ist dahin, ja fies. Da hinten ist ein Häuschen. Oh, in dem Haus. Ihr scheiß Zeltlager ab. So, hat sie davon. In dem Haus ist jemand gefangen. Ich hab ein. Du hast zwei. Dann hab ich jetzt drei. Ich muss sie erreichen, dann, falls wir irgendwas machen müssen mit drei Dingern wieder. Wo ist jetzt wieder gefangen? Der hat einfach Danke gesagt und haut jetzt ab. Ach so, okay. Ich hab auch noch einen. Ich glaube, es bringt nichts hier. Oh, hallo. Hier ist aber eine Treppe. Ich hab ja, weil hier. Wieder Lamas. Okay. Was ist hier hinten für ein Protection? Achso. Was war das nochmal? Lulu. Achso, für ein Schildboost. Baut den Schildboost. Ich finde das Spiel echt entspannt irgendwie. Ja. Das ist so ein lockeres Spiel für nebenbei. Das ist gut. Ja. Sehe ich auch so. Boah, was ist da drin? Mineralpulver. Ah, jetzt hab ich das 20 Mineralpulver. 22 Mineralpulver habe ich gerade aus einer Kiste gekriegt. Okay. Die war schon ein bisschen seltener. So, ich gehe mal zum Landeplatz. Kommt eine Oma. Mhm. Eine Blobber-Oma. Blobber-Oma. Dann kommen wir jetzt langsam Oma rüber da. Ach, den Teil nehme ich noch mit. Also schon mal vielen Dank an alle Leute, die uns vielleicht noch Tipps oder sowas in den Kommentaren gegeben haben in den letzten Parts. Das ist ein bisschen schwer drauf einzugehen. Also ihr werdet da immer bestimmt 4 Folgen Delay haben, würde ich sagen. Ja. Aber schreibt trotzdem rein. Spaß, dass wir gut was aufgenommen haben. Ja, aber das ist auch einfach das Gute, das ist ein Spiel für später abends. Also ja. Erwartet jetzt nicht immer die Top-Laune ist falsch, weil gut gelaunt ist man ja. Aber das ist so meistens so. Es ist jetzt ein bisschen später, aber Fortnite ist dann noch eine gute. Was Gutes zum Zocken. Die Nacht bricht herein. Ich stehe auf Bunte. Eigentlich könnte man theoretisch am Abend auch mal einen Stream oder sowas anschmeißen oder so. Ja. Dann sind die dunklen Wölkchen. Da kann man öffnen. Was müssen wir denn verteidigen? Genau, dann könnte man direkt mal auf den Chat eingehen. Aber dann muss man aber halt auch schauen, dass man dann da nicht storymäßig zu weit ist. Da müsste man also in so einer Mittelphase sein, wo die Leute dann nicht irgendwie dann sagen, ah, jetzt brauche ich die Folgen nicht sehen, weil ich weiß ja genau, was hier noch kommt. So. Man könnte zum Beispiel, wenn man an seiner Burg baut oder so, oder an seinem Fort. Ja, aber dann brauchst du aber auch das Lager voll und sonst was, sonst geht es nur 10 Minuten. Oh, ich habe eine Truhe gefunden, nice. Wo müssen wir jetzt eigentlich bauen? Ist das hier der Punkt? Ja, wir müssen warten, bis es landet. Bis es landet ist. Okay. Landing Zone steht auch ganz groß. Ah, der Baum sieht ja nice aus grafisch. Aber ich glaube, er ist auf mittlere Distanz. So auf die Distanz. Dieser hinten da? Ja, dieser, was der aussieht wie so ein. Der sieht doch hier auch noch gut aus. Ja, aber irgendwann ändert sich der Filter, der drüber liegt. Ach so, du meinst, weil er so schön weich aussah? Eine blaue Kiste. Das ist mein Bau. Der hat bestimmt ganz viele Fasern.
Nee, der hat nur Planken gehabt. Ich hab so ein Dingens noch gar nicht gefunden. So ein Cube, den öffnest du und dann macht der 4 Punkte weg, die du einsammeln musst. Ich weiß, dass einer von euch den schon hatte. Das habe ich nämlich gesehen, weil der eingesammelt wurde. So Anomalien. Ach so, so okay. Ein Ding meinst du. Ja, ich weiß, was du meinst, glaube ich. Ja, ich meine, mich dunkel dran erinnern zu können. Den hat einer in den Pfad schon eingesammelt. Das habe ich nämlich gesehen als Lohnung. Also stand da im Chat. Genauso wie wenn einer dieses Minigame da macht, wo man die Sachen hauen muss. Ja. Das ist lustig. Metall ist fast voll. 55 ja, von 65, ne? ja, ich werde auch ein paar sagen. Warum hast du schon 65? In meiner Version sind 5 Slots mehr und 5 habe ich geskillt, glaube ich. 5 habe ich aber auch geskillt, ich bin bei 55. Dann habe ich vielleicht 10 mehr. Ja. Das reicht. Dalu hat eine andere Version, ne? Ja, das hier dann ich habe die noch, die ganz große, glaube ich. Ja, da gibt es nochmal letzte. Weil ich kann immer noch im Shop upgraden auf die große Version. Okay. So. Aber ich glaube, das liegt daran, dass ich dadurch dann andere Charaktere freischalten würde. Also ich könnte mir, glaube ich, für 99 Euro die anderen Charts. Du musst dich ja, wenn du die ganz teure Version hast, für eine Klasse entscheiden, wofür dann die Legendaries bekommst. Ich habe ja nur die Ninja in Legendary, nicht die anderen. Okay. Und ich musste mich entscheiden im Hauptmenü. Ich hoffe, dass der Ninja später noch coolere Moves bekommt. Also... Bis dato, ich finde zum Beispiel das Lama hinstellen ziemlich nice. Ich finde aber auch das von Kundra nice, dass du die Fallen verbessern kannst. Also ich bin halt ein reiner Damage-Dealer und meine Fähigkeiten sind Shurikens, die halt echt keinen Schaden machen. Das lohnt sich also. Aber bis dato bin ich nicht ganz zufrieden mit meiner Wahl. Ich habe den Charakter halt genommen, weil der cool aussieht. Wo rein wird, kannst du ihn doch auch umskillen. Einigen, oder? Wir müssen warten, bis er landet. Wir können so lange halt abbauen, aber wir könnten rein schon bauen rein, würde ich, ne? Ja. Ja, aber wir wollen doch mein Lama mal hier nutzen. Das können wir gleich mal machen. Oh, stimmt, Lama ist gut. Und warten, bis die anderen da sind, dann machen wir das mal. Ja. Bin nicht so schnell, ich hab kaum Ausdauer. Also ich hab 100 Ausdauer, ich verbrauche sie schneller. So rum. Alter, der Filter ist so krass, wenn es regnet, ne? Bei mir regnet es also, nicht. Echt nicht? Bei mir regnet es. Bei mir regnet es hat gerade geregnet, aber jetzt nicht mehr. Okay, Lama, wir müssen es schnell abbauen. Und ja. Go! Immer schön die 50er Hits. Die ackern die Leute. Das wird schwer. Das Ding sagt das Why. Ich glaube immer mehr. Haben wir es geschafft? Mein Coin, gib mir das. Leute, was war das denn? Alles looten. Mein Lama. Hat sich gelohnt. Ich hab, glaube ich, wieder. Schön für dich. Ich glaube, ich hab's wieder. Ich will nie wieder ein Lama, ey. Oh, du musst aber. Du bist ja dabei, sonst kriegst du ja nicht kaputt. Du musst halt schneller eh drücken. Also, ich hab 99 Steine. Sehr gut. Kann ich meine Festung auch wieder ausbauen? So. Ich baue meine nur aus Metall. Ich habe ja auch die eiserne Feste. Ich wechsle natürlich keinen Stein. Boden, Stein, Wände, Stein, Dächer, Metall und Treppen und Zwischenetagen Holz. Nix, alles Metall. Das ist eigentlich irgendwie. Was genau müssen wir hier tun? Na, wir sollen es befestigen eigentlich. Wir sollen ja eigentlich bauen. Aber wir wissen ja nicht von wo, warte oder? Mal, warte nein, mal, nein, warte steht mal. Nicht da, dass wir den Landeplatz fertig machen sollen. Also, ich glaube, wir müssen hier mindestens einen Boden hinsetzen, oder? Wir können das Ding übrigens, wir könnten das starten. Wir können hier nicht mehr platzieren. Also innen drin. Zerstöre den Ballon, sodass dieser Daten fallen lässt und du sie bergen kannst. Das ist bei uns. Wollen wir das Ding jetzt einfach schon mal zerstören? Ja, aber. Ja, komm, ich schieße mal rauf. Jetzt fallen die, okay. Alles klar. Der Ballon ist gelandet. Verteidige die Daten. Okay, und jetzt müssen wir die Daten treffen. Okay. Ja, wir hätten vorher bauen sollen. Okay, ich baue ihn. Von wo? Wer baut? Ich kämpfe. Ich kämpfe auch. Welche? Hier. Bei mir. Klaus Westen bis dato, oder? Ja. Ja, okay. Denk dran, Fallen halt arbeiten lassen dann, ne? Ja. Ich kann man sie jetzt ins Klein bauen. Vorne, wie hier. Und du hast nur 60 Dinger, ne? Ah, siehst du ja. Die haben nicht 60. Viele Wege, um nach oben zu kommen, weil wir sind auf einer erhöhten Position. Ja. Datei erfolgreich abgerufen.
Das habe ich hier alleine gemacht. Ich mach das weg. Und es ist ultra schwer, wenn du hier nichts baust. Also die war schon echt knackig, die Mission. Nicht zu viel da bauen, Chico, denn wir brauchen ja auch noch was. Ja, ja. Datei erfolgreich abgerufen. So. Der Rest kann gerne Falle sein. Oh, hat jemand vielleicht eine Heilung eigentlich? Nö, ne? Ich hab eine Heilfalle. Irgendwer hatte eine Falle, oder? Die haben wir, glaube ich, alle. Ich glaube, ich hab die nicht. Schon mal an Meditation gedacht? Leute, hab ich die runtergeschmissen? Irgendwann ist runtergefallen. Ja. Die Daten sehen gut aus. Die Falle schießt halt echt einfach runter. Ich stell mir das Spiel gerade so ein richtig realistischer Grafik vor. Das könnte auch echt cool sein. Ich hätte gern sowas im PvP auch. Ja. Also so wie Dingens war, Kunden. Also Orcs Must Die Unchained hat einen PvP-Modus. Tower ja. Defense PvP. Stimmt. Ich weiß, wenn ich dringend mal testen will. Was willst du testen? Achtung, nächste Welle ist meine. Oh, Hand. Oh Gott! Woo! Und für uns. Ja, man hat nur, also ich hab nur 8 Schuss für meinen. Ja, kannst aber craften, wenn ich. Mach hier. So! Ich hab doch gar keinen gebaut. Ich hab noch nicht eine Waffe gebaut, tatsächlich. So ist das. Mach ich erst, wenn die alle grauen kaputt sind. Die Daten sehen gut aus. Aus? Ohne eigentlich? Ja, hat man auch, glaube ich, gehabt, oder? Am Start? Na, die mach ich halt kaputt. Also. Ist auch gleich. Fallen arbeiten, lass die Fallen arbeiten. Stimmt, wir müssen die Fallen damit bekommen. Ja, aber die wurden jetzt schon blöd gebaut, die wurden jetzt zur Seite gebaut und die Mobs laufen ja nicht zur Seite. Aber die laufen einmal durch, dann können wir die hinten abfangen, wenn die oben raus sind. Ja, aber die laufen genau nur über die eine. Die anderen haben ja nicht. Ach so. Ja, die hätten straight zum Kern gebaut werden müssen. Wir haben noch Platz ohne Ende. Ja, also wir müssen einfach nur einen Weg erstellen. Lass mich mal vorbauen, ich kann die Fallen bauen. Okay. Also, nö. Wir werden unweigerlich diesen Weg hier gehen. Ich mach so lange hier ein bisschen Tanky-Action. Ist hier nicht ein Trampolin? Ja. Was ist das? Nee, was ist und die eigentlich nicht gebaut haben, aber gut. Eine Bodenplatte. Ja, doch, ist doch gut. Läuft. Okay. Ja, ist gut. Okay. Datei erfolgreich abgerufen. Hat noch mehr Fallen? Ich glaube, wenn wir da Fallen nicht haben, müssen wir nicht mehr groß was machen. Ja, warte. Nee, ich habe nur eine Spielerfunkfläche. Moment. Also so gesehen, das Ding für uns. Achso, nee, ich hab Ding, keine, was, wo ich die hab keine mehr auf dem Boden. Ich hab auch keine auf dem Boden. Ich hab noch. Ich kann aber welche bauen. Halt, stopp, stimmt. Warte. Ich lock die einfach hier lang, ich pull die und dann zieh ich die hier lang. Ja, ich brauche 3 Stück. Noch eine Datei. So. Das geht, man kann die kiten. Reicht das? Ja, geht auch. Ich habe halt keine guten Fallen gesetzt. Hier werden sie auf jeden Fall drüber laufen, wo ich jetzt stehe. Aber das reicht auch nicht. Ist da noch eine? Ah, hier vorne ist noch eine freie Fläche, die können wir noch. Da werden sie unwahrscheinlich drüber gehen. Okay, dann lassen wir alle noch so liegen. Und nächstes Mal müssen wir dann halt mit Wänden halt so ein Labyrinth sozusagen bauen, dass wir halt straight den Gang gehen können. Die Daten sehen gut aus. Bitte sehr. Ja, sieht besser aus. Komm her, Glatzkopf. Oh, meine Waffe ist kaputt. Huch. Erstmal die grauen Waffen. Hätte zu Hause bleiben können. So. Was ist das hier? Stell dich mal hier hin, wo ich bin, damit die auf das Trampolin gehen. Ich wünschte, ich könnte. Okay. Oh, die Waffen sind stark. Die nehmen wirklich den besten Weg zum Kern. Ja, wenn man schießt sie an. Passt auf eure Augen auf! Könnten fast sogar mehr Zombies sein, ne? Aber wir wissen noch nicht, was noch kommt. Kommt ja noch. Erinnerst du dich an die eine Mission in unserer Pre-World, wo wir so ein Tal verteidigen mussten, wo die Mini-Zombies kamen? Ja. Das war schon knapp. Datei erfolgreich abgerufen.
Kann es sein, dass wir maximale Dateien nicht kriegen in unserer Zeit, weil wir zu spät angefangen haben? Ja. Was ist maximale? 14, glaube ich. Ich glaube, das werden wir zeitlich nicht schaffen. Mal gucken, wie lange wir. Ne, dürfte nur 20 Sekunden für eine brauchen, damit das nicht ausgeht. Vielleicht geht sie auch genau aus. Wenn er genau bei einer Minute tickt, dann müssten 20 Sekunden pro Turn sein. Ist aber nicht. Eine Datei. Nee. Schade. Ja. Obwohl, nee, wir haben 30 Sekunden noch, weil das ist jetzt die 13. So, was mit der Platte da vorne passiert gerade? Die hat die Gegner hochgeschleudert. Aua. Ich gehe aber auch nur 20 Mal. Hey, unsere Festung wird beschädigt. Was? Unsere nicht. Okay. Unsere nicht, die andere. Von den Mates, die hier rumlaufen. Die Daten sehen gut aus. Doch, das haut sich genau hin, guck mal. Nee, es müssen, wir sind eine Sekunde zu langsam, aber es wird wahrscheinlich 10. Es wird genau, ja, ja. Es ist aber an sich, wenn du genau den Timer beachtest, verkacken wir um eine Sekunde. Ich glaube, ist das nicht, die Zeit ist sogar dafür da, dass das zum Downloaden wird. Es hätte ja sein können, es wäre sehr unwahrscheinlich, dass wir genau um eine Sekunde falsch gestartet haben. Es hätte ja sein können, weil der Ballon war die ganze Zeit da. Ja, ja. Aber die Zeit, die da angezeigt worden war, war ja eigentlich die... Ja, mein Gott. Du hast alle Dateien Zeit eingesammelt. Großartig. Yay. Ansehnliche Leistung, Kommandant. Also, gute Arbeit. Mit den Daten, die du sammeln konntest, können wir leichter Überlebende lokalisieren und Schwachstellen im Sturm finden. Okay. Nein, ich will auf Pünder rausspringen. Ach, Mann, oh. Ne, wir wohnen. Sah aber gerade anders aus, die Welt. Jo. Sehr gut, was kriegen wir? Ich bin gespannt. Hier, Gambling geht wieder los. Bam. Hier ist noch EP. Holy shit, ey. Yeah. Boah, zwei EP. Meine Skillpunkte bringen uns nicht. Ich hab 4. Ich muss erst irgendwas skillen. Oder eine Mission abschließen. So, jetzt kommen die Kisten. Wieder die blaue. Ja. Oder? Oh, die epische. Komm, noch ein Stück. Ja. Lila! Ja. Ganz knapp. Komm schon, gib ordentlich, gib Zeug. Los! Also ich kann doch mal Handy down gehen. Was? Ich hab gerade das Spiel verlassen, dann bin ich gerade ganz gut. Ja, ja, wenn du zurück in die Dingens gehst, verlässt du die Runde. Wow, achso, ich hab wenig angezeigt. Okay. Kupfererz. Ich bin mal gespannt, wenn man das wirklich benutzt. Zum Bauen von den legendären Dingern. 45% Wasserdampf, 45% unbekannte flüchtige Bestandteile. Oh, wieder im Geschäft. 10% Federn. Oh, nö, warte. Oh, damit wissen wir dann wohl, wo die Vögel hin sind. Okay. Was machen wir jetzt? Ja, erstmal. Wir müssen jetzt fertig bauen, was. Ja, genau. Ja. Ja, das meinte ich ja. Achso, schön. Also das meinte ich ja gerade mit, ich habe jetzt schon 4 Talentpunkte und kann sie nicht benutzen. Ja. Weil ich da nicht weiterkomme. Aber man kann jetzt in der Heimat bauen. Doch, ich komme. Achso, Moment. Einen geht, okay. Ein, genau, Heimatbasis Verteidiger. Ah, da muss ich jetzt einen reinsetzen, das ist auch eine Quest. Jetzt die nächste Quest ist was, oder was? Wir müssen jetzt, glaube ich, wieder Verteidiger machen. Nee, einen Verteidiger deiner... Nee, zuweisen. Du musst ihn nur zuweisen. Genau. Den Gewehrschützen. Da habe ich ja. Dann nehme ich den von Epic. Gewehr. Ja, ja, genau, oh, ja. Richtig. Mhm. Erstmal den Legendary, ist bei mir Epic. Epic, ja. Der, wir müssen auch Epic. Oh, das nächste ist wieder Sturmschildverteidigung. Mhm. Genau, das meinte ich, weil dann kannst du deine Skills weiterverteilen. Das aber das machen wir gleich dann zusammen in Aufnahme diesmal. Also nicht in einer, sondern jeder einzeln parallel. Aber das können wir ja aufnehmen. Hatten wir jetzt das eine auch. Ich muss mal mein Inventory irgendwie gucken, glaube ich. Ein bisschen zu klein? 4 Sterne? Nee, aber wir gehen ja langsam dahin. Das nicht an mich ran. Das ist auch ein Problem. Kommandant, ich habe den Außenposten rekonfiguriert, damit er expandieren kann. Kann man das überhaupt angucken? Ich glaube, das kann man hier gar nicht angucken, ne? Wollen wir mal sehen, was daraus wird.
Aber wenn es zusammenbricht und uns umbringt, ist mir das auch egal. Ach so, das wenigstens Quatsch. Nehmen wir das einstellen kann ich von sonst glaube ich nichts. Ich müsste jetzt wieder alles soweit haben. Tüftler sind noch gesperrt, Ingenieure sind gesperrt. Expedition habe ich noch nicht und da kann ich auch nur einen reinsetzen. Also ich müsste wieder aktuell sein. So, das Sturmschild sehen wir dann natürlich in der nächsten Aufnahme. Und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like, schaut bei anderen vorbei. Wenn ihr das Spiel noch kaufen wollt, nehmt gerne unseren Link in der Beschreibung, damit unterstützt ihr uns. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Tschüss. Tschüss.